Wenn ihr wissen wollt, wie es zu Wales Safari gekommen ist, zu diesem Projekt, wie wir angefangen haben, was die Hintergedanken waren oder die Gründe dafür, dann bleibt dran, das erzähle ich euch heute im Video und noch ein paar andere Dinge, zum Beispiel was mit unseren Jogginganzügen auf sich hat. Have you ever felt? Are you listening? Damn. Also ich bin heute Babenangel gewesen und das Video wollte ich schon öfter mal machen. Das werde ich auch oft gefragt und dachte, das mache ich jetzt, bevor es finster wird. Lang habe ich eh nicht mehr Zeit zum Filmen, weil es einfach zu finster. Und ja, ich werde das oft gefragt, möchte es einfach mal jetzt so öffentlich erklären, wie es zu dem Ganzen gekommen ist. Und zwar gibt es 4 uralte Videos von uns, von Patrick und von mir, die sind aus 2017. Das ist der Anfang, wie ich dieses Datum gesehen habe, ich mich eigentlich echt schon beinahe geschreckt. Ja, bis ich das Video selbst im Winter sind schon 4,5 Jahre und so lange macht man das jetzt mittlerweile, oder ich mache es so lange, immer durchgehend. Und diese alten Videos, die werde ich jetzt auch als Material für die Geschichte verwenden, werde ich nochmal neu schneiden und das kommt auch hier in dieses Video jetzt wieder rein. Ich verlinke es trotzdem unten, falls sich jemand anschauen will. Ja, das erste, was ich mal sagen will, diese Videos sind aus heutiger Sicht eine Katastrophe. So, angefangen hat es eben, wie gesagt, im Juli 2017, da waren wir am Po in Italien, haben Sandbank gefischt und ja, haben extrem gut gefangen. Und wie wir da unten waren, hat der Patrick irgendwann zu mir gesagt, lass uns einfach mal filmen. Oder hat er das schon kurz vorher gesagt. Jedenfalls, ich hatte meinen Fotoapparat mit, den hatte ich immer mit. Ich habe unglaublich viele Fotos aus der Zeit vorher. Keine Top-Fangbilder, das hat mich nie so interessiert, sondern eher Landschaft, wie verändert sich das Gewässer, was erleben wir am Fluss. Also teilweise die lustigsten Bilder aus so Alltagssituationen, die mit Angeln eigentlich gar nichts zu tun haben. Und das habe ich immer schon gemacht und da haben wir zu filmen begonnen. Und das waren eigentlich Aufnahmen für uns selber, wo wir gesagt haben, wir schauen uns das in ein paar Jahren an. Und ja, können uns zurückerinnern an diese Zeit, die wir damals gemeinsam verbracht haben. Das haben wir dann auch gemacht, wir haben gefilmt und wie wir dann gefilmt haben, haben wir gesagt, gut, machen wir ein Video, schneiden wir es kurz zusammen, 3-4 Minuten und das können wir dann auch zum Beispiel einem Arbeitskollegen zeigen oder seinem Nachbar oder irgendeinem Freund, der nichts mit Angeln am Hut hat, dass der einfach mal sieht, wie schaut es dort unten mit Angeln aus. So, das haben wir dann auch gemacht. Und während wir das gemacht haben, hatten wir zeitgleich einen Angelausflug geplant, der längste, den ich je gemacht habe. Das waren 19 Tage am Stück. Und begonnen hat das Ganze wieder in Italien. Und zwar sind wir zuerst, glaube ich, 5 Nächte am Po gefahren, haben richtig gut gefangen. Damals waren wir noch den ganzen Tag draußen am Wasser. Ich sage mal, etwas motivierter wie heute in so einem Urlaub. Und
wir haben richtig gut gefangen und auch große Fische. Ich glaube, zwei hatten über 2 Meter, 2 knapp darunter und das in 5 Nächten angeln. So, weil das jetzt einfach so gut zu diesem Thema passt. Wir würden uns echt über ein Abo freuen. Also ich glaube, wenn der Kanal nicht weiter gewachsen wäre und die Zuschauerzahl irgendwann stagniert wäre oder die Anzahl der Abos, der Kommentare natürlich, also ihr dürft uns auch gerne einen Kommentar schreiben, dann hätte ich wahrscheinlich irgendwann nicht mehr weitergemacht. Also wenn ich merke, ich bemühe mich und ich versuche wirklich die Videos immer besser zu machen, schaut euch was an als 2018 und heute, da liegen Welten inzwischen aus meiner Sicht und man bemüht sich und denkt nach, wie könnte man es verbessern, und wenn ich dann das Feedback nicht zurückbekomme, gleich hätte ich nicht weitergemacht. Also drückt einfach auf Abonnieren, empfehlt uns weiter, schickt es in der WhatsApp-Gruppe von euren Angelvereinen oder von euren Freunden, sagt, sie sollen uns auch abonnieren, also man kann ja ein bisschen Mundpropaganda machen. Ja, wir würden uns einfach freuen, wenn es so ja, wenn es wächst und wenn es so weitergeht. Von Italien ist dann auch nach Spanien weitergegangen, das heißt, wir waren mit 2 Autos dort, haben umgepackt, alles was wir in Spanien brauchen, in ein Auto rein, von Italien direkt, also vom Po am Riva Roja, und das erste Mal dann angeln in Spanien.
Und da hatten wir jetzt wieder gefilmt, vorher schon in Italien und haben dann auch in Spanien wieder gefilmt mit dem Zweck für uns selber. Wir wussten da überhaupt nicht, was uns erwartet. Wir waren eigentlich Flussfische. Ich habe noch nie so einen Stausee gefischt, noch nie Bojen gefischt. Einmal vorher vielleicht mal, kaum Erfahrung mit den Themen, und es ist richtig gut gelaufen. Und da war es dann auch so eine Zeit, da haben wir beide ziemlich viel auf Facebook gepostet, im Wallerforum hin und wieder was gepostet. Und dann ist immer so mehr schon die Idee entstanden, lass uns die Videos auf YouTube stellen. So, und auf der französischen Autobahn ist dann irgendwann dieses Bild entstanden, dieser Header, den wir heute auf YouTube verwenden, mit diesen orange-gelben Wels, die Farben blau-orange. Das ist auf der französischen Autobahn auf dem Weg zurück nach Italien entstanden, also nach 8 Tagen Fischen, ich glaube 8 oder 8 Nächte, ich weiß nicht mehr, am Riva Rocha sind wir wieder nach Mantua gefahren und wollten nochmal Minchia fischen, und da haben wir das aufgezeichnet, und da war klar, das stellen wir einfach auf YouTube. Und der Gedanke, warum wir das auf YouTube stellen, war ganz einfach. Also ich habe es schon irgendwann gelernt im Internet, in der Zeit, bevor es YouTube gab, einfach gelesen und noch mehr gelesen. Ich hatte niemanden, der mir das zeigen konnte. Ich habe kein Guiding oder so gemacht, das hat mich nie interessiert. Ich habe mir selber beigebracht, das, was ich heute kann, weiß. Und der Gedanke war, ich habe das gelernt, weil Leute ihr Wissen zur Verfügung gestellt haben, und da haben wir gesagt, lass uns diese Videos online stellen, einfach, vielleicht ist jemand langweilig im Winter, will raus ins Wasser, kann sich das anschauen und hat 5 Minuten Unterhaltung. Also lass uns ja dieser Community was zurückgeben. So haben wir es dann auch geplant gehabt, also das ist dann entstanden auf der französischen Autobahn. Und dann haben wir gesagt, gut, wir haben auch Fotos, lass uns eine Homepage machen, also Homepage plus eine Facebook-Seite und die YouTube-Videos veröffentlichen. Mit ein paar Funkbilder war geplant auf der Homepage, fertig. Kurze Einleitung, wer sind wir, ohne groß irgendwas draus zu machen. So, wir haben dann fertig gefischt in Italien, das in Spanien ist extrem gut auch gelaufen. Ich weiß nicht mehr, welche Jahreszeit das war, September, ich glaube so Mitte, Ende September, vielleicht schon Anfang Oktober. Und haben in Italien, also Spanien ist noch gut gelaufen, fürs erste Mal, wo wir unten waren, der größte Fisch gleich 2,29 Meter oder so, das war echt mehr, wie wir erwartet haben, ganzen Haufen kleinere Fische noch dazu, und am Minchio ist dann, da waren wir dann schon lange unterwegs, wollten dort gleich noch 4 Nächte fischen, und da war das Wetter dann extrem schlecht, hat richtig stark geregnet, dann ist das ganze Kraut auf diesem Mantua Stausee abgestorben. Man konnte den Minchio gar nicht mehr mit dem Boot befahren, da sind Krautfelder vom einen Ufer aufs andere gehängt, wir sind da stecken geblieben im Schlauchboot, das war eine Katastrophe. Da haben wir uns dazu entschieden, lass uns die Stauseen befischen,
wie das gleiche Problem. Wir waren Flohsange, sehr wenig Erfahrung, haben dann dort noch einige Fische gefangen. Ich glaube, das wäre damals die Topzeit gewesen. Es hat nur geregnet, nach ewig langen heißen Temperaturen geregnet und noch mehr geregnet am Po Hochwasser. Und ich glaube, da hätte man viel mehr rausholen können, aber es war einfach dann irgendwann die Motivation für mich so am Ende. Und wir sind dann, ich weiß, am ersten Tag einkaufen gegangen zum Decathlon, Kleidung kaufen, Regenkleidung, lange Kleidung, weil wir sowas gar nicht mit hatten. Und es war dann, ja, keine Ahnung, für Tage schon schön 2 Wochen und dann 3 Tage Dauerregen beinahe. Und das war dann die Motivation wirklich weg und wir haben das fertig gefischt und haben uns mehr eigentlich konzentriert, was wollen wir jetzt da online machen. Bin dann nach Hause gefahren, habe die Videos geschnitten mit einem uralten Laptop, hatte keine Ahnung davon. Also fotografieren, ich wusste, was eine Blende ist und keine Ahnung, das war alles zwar meine Welt, was ISO heißt, aber ich konnte kein Video schneiden. Und ich hatte damals ja auch beim Filmen nichts mit, eine Actioncam und meine Spiegelreflexkamera, kein Mikro, kein Licht für die Nacht, gar nichts. So, wir haben das dann online gestellt, haben es in die Foren-Wallo-Forum gepostet, wir haben es im Lamotta-Forum gepostet, in die WhatsApp-Gruppen, wo wir irgendwo für einen Fischereiverein waren oder so. Und ja, eigentlich hat sich nichts getan, aber so haben wir es auch erwartet gehabt. Und das waren ein paar Klicks auf den Videos, wir haben uns trotzdem gefreut, wenn uns jemand einen Kommentar geschrieben hat. Und das war aber dann schon so, wir haben dann ein paar Bilder auf Facebook gepostet, überall mitgeschrieben. Und dann ist was passiert. Mit denen hätte ich gar nicht gerechnet, also in 100 Jahren hätte ich nicht damit gerechnet, dass da ist unglaublicher Widerstand plötzlich gekommen. Was erklärt ihr Leuten, ihr seid so jung, ihr könnt gar keine Erfahrung haben und mit diesen paar Fischen, die ihr gefangen habt und keine Ahnung, was ich mir den ganzen Tag anhören musste und auf Facebook in Kommentaren gelesen habe oder mir per Mail geschickt worden. Also es war was, mit denen habe ich nicht gerechnet, dass man... Stelle ein Video oder ein Foto online, gebe jemandem Tipps und sage, schreibe irgendwas und dafür wird man dann angegriffen. Und es kostet ja nichts und heute sehe ich es anders. Damals konnte ich sicher auch mit dieser Kritik noch nicht so umgehen oder wir. Heute würde ich einfach drunter schreiben, kauf dir eine Kamera, mach es besser wie ich. Es sei jedem vergönnt, wenn er 15 Mal so viele Aufrufe hat und Abonnenten. Und damals, ja, irgendwo waren wir dann schockiert, irgendwo genervt, keine Ahnung, war halt einfach so. Und aus diesen Angriffen ist dann das entstanden, was heute wurde. Wir haben dann angefangen, oft auch einfach zu sagen, ich poste jetzt jeden Waller, den ich fange, einfach damit man sieht, okay, wir fangen doch ein paar Fische. Und damit das einfach irgendwann aufhört, dass die Leute sehen, gut, vielleicht haben die doch ein bisschen Erfahrung, haben wir
Bilder gepostet und dann ist irgendwie so, passiert, dass immer mehr Leute was wissen wollen. Ich konnte die Fragen teilweise gar nicht mehr beantworten. Dann haben wir ein Video gedreht, allgemeingültig diese Frage beantwortet, online gestellt und dann ist das irgendwie so zu einem Kreislauf geworden. Immer mehr Fragen, immer mehr Videos, dann wieder neue Fragen, immer mehr Videos. Und so sind wir jetzt an diesen Punkt gekommen. Also das war nie geplant, das hatten wir nie vor. Ich muss sagen, mir macht das Filmen heute richtig viel Spaß, auch dieses Schneiden und sich überlegen, was könnte man noch machen oder welche Fragen kommen oft. Und das sieht man auch, ich drill ja fast gar nicht mehr, ich bin immer hinter der Kamera, das gefällt mir schon beinahe mehr wie das Drillen oder das Fische landen und so weiter. Für die Zeit hat das immer so Eigendynamik entwickelt, also ich habe das spannend gefunden, plötzlich schreibt jemand unter einem Bild, du postet einen Fisch mit 2 Metern und sitzt im Jogginganzug dahinter und das waren Dinge, über die habe ich nie nachgedacht, also ich bin, seit ich 15 bin, wahrscheinlich mit Jogginganzug fischen gegangen, ich wollte nicht auffallen oder das provokant machen, das haben die Leute oft geglaubt, aber das war einfach so, das ist auch nicht gestellt, sondern immer so gemacht und das war einfach so anders teilweise, dass die Leute geglaubt haben, wir machen das zum Provozieren oder zum Auffallen und das ist einfach nicht. Wir sind einfach so eingegangen wie immer, nur haben wir es gefilmt und das mache ich heute noch so. Sondern was ich auch spannend gefunden habe, die Leute haben gefragt, was ist das Ziel von diesen Videos? Und ich habe einfach gesagt, ich will meine Erlebnisse und Erfahrungen so zeigen, wie sie passiert sind und quasi einem anderen Hobbyangler zeigen, wie das Hobby ausschaut. Also wenn jetzt der Karpfenangler sich das anschaut, das Walangeln, und dann glaube ich, dass wir das doch realitätsnahe zeigen versuchen. Also so schaut Walfischen aus, so erleben wir es im Wasser, mit dem kann man da rechnen an Fangerfolge oder sonst irgendwas. Und wir haben da auch kein Problem, dass wir das totale Scheitern zeigen, wenn was nicht funktioniert. Wenn wir im Urlaub fast nichts fangen, könnte man es einfach auch verschweigen, aber warum sollte man das tun? Und es ist ja auch so, dass nicht jeder Ausflug oder nicht, also die Kamera dabei ist, total oft ist sie eigentlich nicht dabei. Und was man auch sagen muss heute, dass ich da jeden Fisch posten muss, da bin ich jetzt auch wieder weg. Oft denke ich da gar nicht mehr dran. Ich poste das heute, ich bin auch extrem wenig in Wahrheit auf Facebook unterwegs. Ich stelle mein Video online, poste ganz selten mal was auf Facebook. Ich möchte auch da dranbleiben, wir sind jetzt auf dem Punkt, so wie es jetzt läuft, das Projekt Wallersafari gefällt es mir unglaublich gut, ich meine, sonst würde ich auch so nicht machen, mit Kritik und so weiter kann man auch immer besser umgehen und ich habe da auch vor, dass wir weitermachen. Für mich ist eigentlich ein zweites Hobby geworden, das Problem ist, ich hätte unglaublich viele Ideen, die kann ich nicht alle filmen, schneiden, ich gehe noch arbeiten, angeln noch nebenbei und so weiter und das ist auch das Schöne, dass ich das irgendwie so als Hobby nebenbei mache, wenn ich nicht mehr mag, höre ich auf und poste dann 4 Monate später wieder bei was. Ja, ich hoffe, euch hat das Video irgendwie trotzdem gefallen. Jetzt ist eh gleich finster, ich werde es an dieser Stelle jetzt beenden, war mal was anderes. Ja, und dann sieht man uns wieder im nächsten Video.